Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Clinical Journal Club für diese Woche. Aus dem New England Journal sehen wir ein Bild von dem Gesicht eines Mannes. Und der hat eine auffällige Gesichtsrötung. Sonst haben wir keine weitere Information. Aber was wir sehen können, ist bilateral. Also, das ganze Gesicht ist betroffen. Sonst, Nase, Ohren und so weiter sehen eigentlich normal aus. Und dies ist eine Rötung. Also Syndrom des Nervus auriculotemporalis. Wüsste nicht, warum das bilateral sein müsste. Mastozytose, wir sehen hier keine Schwellung, keine Blasenformation. Sieht nicht aus wie Urticaria pigmentosa. Unwahrscheinlich. Pheochromozytom sollte eigentlich blass sein und nicht rot. Rosatia, kein Hinweis auf Rhinophyllen. So bleibt uns nichts übrig als das Carcinoid-Syndrom, was dieser Patient auch hatte. Carcinoide sind neuroendokrine Tumoren, die Serotonin produzieren. Serotonin wird abgebaut auf 5-Hydroxyindol-Essigsäure, das im Urin ausgeschieden wird. Und dieses nennt man im englischen Sprachraum Flush-Syndrom. Diese Patienten sind eigentlich nicht hyperton. So, dies geht eigentlich nicht mit Hypertonie einher. Der Nervus auriculotemporalis läuft hier in der Gesichtshälfte, kann man hier sehen, am Temporomandibulargelenk vorbei und kann durch unterschiedliche Sachen betroffen werden, insbesondere wenn er verletzt wird während Parotis-Operationen, kann sich so etwas ausbilden. Aber das sollte eigentlich nicht bilateral sein. Das Carcinoid-Syndrom, wie gesagt, produziert Serotonin und diese Tumoren haben meistens ihren Ursprung im Magen-Darm-Trakt, auch im Dünndarm oder im Appendix, metastasieren dann zur Leber und auch zur Lunge. Und das Syndrom muss schon ziemlich verbreitet sein, bevor genug Serotonin produziert wird, um uns diese Errötungswallen auszulösen. Diese Tumoren wachsen meistens ziemlich langsam, was eigentlich von viel größerer Bedeutung ist, was das Klinische anbelangt, ist, was das Serotonin mit Veränderungen an Herzwand und Klappen anbelangt. Genannte TIPS-Syndrom für Tricuspidaleninsuffizienz, pulmonale Stenose, auch Bauchschmerzen können ausgelöst werden in dieser Konstellation. Also ein neuroendokriner Tumor, 5-Hydroxyindol-Essigsäure im Urin ist von diagnostischer Bedeutung. Und diese sekundäre Kardiomyopathie, das sollten Sie wissen. Mastozytose, Mastzellen sind CD34 positiv und es gibt mehrere Syndrome, wobei Mastzellen dann unter der Haut in rauen Mengen sich befinden, setzen Histamin frei, Urticaria pigmentosa sind unterschiedliche genetische Veränderungen auch dafür verantwortlich und es ist eine sehr breite Konstellation. Also das war es in diesem Fall nicht. Pheochromozytom ist auch mit Episoden gekennzeichnet. Starker Anstieg im Blutdruck, Schweißausbruch, Tachykardie und ähnliches. Aber die werden eigentlich nicht rot. Die werden eher blass anstatt rot. Hier ist ein Beispiel. Ich kann es hier auf diesem kleinen Rechner nicht sehen. Da oben ist es wahrscheinlich und hier im CT. Also wir haben jetzt bildgebende Verfahren, um diese Diagnosen zu stellen. Und diese Leute scheiden natürlich Abbauprodukte von Adrenalin und Noradrenalin im Urin aus und nicht 5-Hydroxyindol-Essigsäure. Rosatia unter der allgemeinen Bevölkerung gibt es die verbreitete Behauptung, das hätte mit Alkoholzufuhr irgendwas zu tun, aber das ist eigentlich nicht bewiesen. Aber Rosatia führt zu starken Hautveränderungen und Vernarbungen, hier gezeigt, Rhinophyllen, Arealen im Gesicht, wo es am häufigsten vorkommt. Dies kommt heute auch für uns nicht in Frage.
Das Bild von letzter Woche war ein tuberkulöser Abszess hier am Sternum. Können wir hier im CT den auch sehen und hier diese Lungenveränderung hier im linken Oberlappen. Also das war Tuberkulose. Das ist dann auch entsprechend behandelt worden und dieser Patient, dem ging es dann besser und diese ganze Geschichte war dann rückläufig. Jetzt das Thema im New England Journal geht es um ein Enzym, das Testosteron auf Estradiol umwandelt. Dies ist die Aromatase. Frauen bilden auch Testosteron. Deren Spiegel sind ungefähr ein Drittel so hoch wie bei Männern. Und bei beiden Geschlechtern wird das Testosteron umgewandelt auf Estradiol. Und das Enzym, das dafür verantwortlich ist, ist CYP19A1. Und es gibt großes Interesse, Hämmer von der Aromatase herzustellen, aus unterschiedlichen klinischen Überlegungen. Bei der Behandlung von Brustkrebs zum Beispiel, um die Bildung von Östrogenen so weit wie möglich aufzuhalten. Und darum geht es auch in dieser ersten Studie. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Dies sind Frauen mit verbreiterten Brustkrebs, der Östrogenrezeptor positiv ist. Und bei diesen Frauen, bei allen Frauen in dieser Studie, es waren 4.690 Frauen, sind hier mit eingeschlossen worden. Und bei allen Frauen sind die Ovarien supprimiert worden durch die Anwendung von GSH-Agonisten und Ovarektomie bei manchen oder auch sogar bei Bestrahlung. Das haben alle gekriegt. Manche Frauen haben auch Chemotherapie gekriegt, die chemotherapeutischen Überlegungen, die heute für Brustkrebs in Frage kommen. Manche aber auch nicht. Und dieser ganze Satz von Frauen ist dann randomisiert worden zu Tamoxifen oder Exemestan, das ist ein Aromatase-Hemmer. Tamoxifen bindet an den Östrogenrezeptor und moduliert den, blockiert den zum Teil. Und ist eine gängige Behandlung für Östrogenrezeptor-positiven Brustkrebs. Also das waren die Überlegungen. Und dann ist die Studie länger gelaufen. Gucken wir uns die Altersverteilung. Überwiegend 3/4 der Frauen waren zwischen 40 und 49 Jahre alt. Viele hatten positive Lymphknoten. Tumorgröße ist hier angegeben. Ungefähr die Hälfte waren HER2-Rezeptor positiv. Manche hatten schon andere therapeutischen Behandlungen unterlaufen. Und was wir hier sehen, die Untersucher haben groß gejubelt. Ich finde dieses Ergebnis eigentlich etwas bescheiden. Es ist tatsächlich der Fall, dass Krankheitsfreiheitsüberleben ist in der Aromatase-Hämmer-Gruppe etwas besser als in der Tamoxifen-Gruppe, liegt so bei etwa 5%. Aber weil so viele Patientinnen hier eingeschlossen worden sind, ist das statistisch signifikant. Im Gesamtüberleben war da kein Unterschied. Freiheit von Rezidiv, die sieht sehr bescheiden aus, aber das war auch statistisch signifikant. Und dieses obere kann ich leider nicht sehen, weil hier irgendwas darüber steht. Aber dieses Ergebnis war auch statistisch signifikant. Und Nebenwirkungen von Exemestan und Tamoxifen waren statistisch nicht unterschiedlich in den beiden Gruppen. Und hier ist eine weitere Auswertung bei den Frauen, die Chemotherapie erhalten haben oder die auch keine Chemotherapie erhalten haben, kein Unterschied da. Und Lymphknotenstatus auch kein Unterschied. Und das gesamte Ergebnis und die Untersucher hier haben gefolgert, dass da ungefähr ein 30% relatives Risikovorteil ist für Aromatase-Hemmung im Gegensatz zu Tamoxifen. Das war das. Wir bleiben bei dem Thema Aromatase-Hemmung. Und in dem zweiten Krankheitsbild geht es um das polyzystische Ovar-Syndrom.
Das ist die häufigste Stoffwechselstörung bei geschlechtsreifer Frauen. Diese Frauen haben erhöhte Testosteronspiegel, auch erhöhte Behaarung deshalb und sind beinahe immer übergewichtig. Im englischen Sprachraum Fat Hairy Ladies. Und die haben keinen Eisprung und wenn sie Kinderwunsch haben, ist die gängige Behandlung im Moment Clomiphene, was den Eisprung bei manchen ermöglicht durch Modulierung des Östrogenrezeptors. Und was hier gemacht worden ist, ist, diese Frauen sind behandelt mit Clomiphene, dass die Isomere davon, Wirkstoff ist hier abgebildet, oder Letrozol, das ist auch ein Aromatasehemmer und chemische Struktur ist hier angegeben. Und das Endergebnis in dieser Studie waren lebendige Geburten bei diesen Frauen. Und es sind 376 in der Clomiphene-Gruppe und 374 in der Letrozol-Gruppe. Und was ich hier markiert habe, ist Body Mass Index bei diesen Damen, beiden Gruppen 35, also es waren ziemliche Schwergewichtler und sonst sind die anderen Eigenschaften von diesen Damen hier angegeben, waren in beiden Gruppen nicht statistisch unterschiedlich. Im Alter zwischen 18 und 40 Jahren. Und hier sehen wir das Ergebnis, lebendige Geburten. Und die Damen werden hier unterteilt, Body Mass Index weniger als 30, Body Mass Index größer als 30 oder Body Mass Index sogar größer als 39. Und was wir hier sehen, ist, die Anzahl von lebendigen Geburten war in der Aromatase-Hemmer-Gruppe günstiger als in der Clomiphene-Gruppe. Und kann man dann folgern, dass Aromatase-Hemmer vielleicht diesen Frauen mit Kinderwunsch eher helfen könnte als Clomiphene, die gängige Behandlung. Und das wird dann hier ausführlich diskutiert. Die Nebenwirkungen von diesen beiden Behandlungen, Serious Adverse Events, waren eher selten und schienen so zu sein, als wären beide Behandlungen ziemlich gut vertragen worden in dieser Studie. Die dritte Arbeit, geht es um das atopische Ekzem. Das sieht ein bisschen aus wie, was man im deutschen Sprachraum Neurodermitis nennt. Und dies ist ein ziemlich ekelhaftes Krankheitsbild. Man vermutet, dass T-Zellen dafür verantwortlich sind, insbesondere TH2-Lymphozyten. Und TH2-Lymphozyten werden in diese Richtung geschoben durch ein Zytokin, das Interleukin 4, was zur Produktion von IL-13 führt. Und es gibt starke Hinweise in der Literatur, dass IL-4 und IL-13 bei der atopischen Dermatitis eine wichtige Rolle spielen. Und IL-4 signalisiert durch einen JAK-STAT-Rezeptor, einen Chemokin-Rezeptor. Und es gibt jetzt einen Antikörper, Ipilimumab, und dieser Antikörper bindet an den IL-4-Alpha-Rezeptor, um diesen Ablauf zu bremsen. Was wir hier sehen, ist bei diesen erwachsenen Patienten mit atopischer Dermatitis sind die behandelt worden mit Placebo oder unterschiedlichen Dosierungen von Dupilumab. Und Krankheitsbild war ziemlich ausgeprägt. Wenn wir gucken, die Gesamtkörperoberfläche, die hier von Dermatitis hier betroffen worden ist, lag ungefähr die Hälfte des Körpers, also ziemlich ausgeprägtes Krankheitsleiden. Patienten, Männer und Frauen sind hier ähnlich betroffen. Und unterschiedliche Skalen, die hier angewendet werden, um die
Schwergradigkeit dieser Dermatitis zu beurteilen. Was wir hier sehen, ist eine dosisabhängige Antwort auf die Behandlung, was diese EASI 50% Verbesserung anbelangt. Und die höhere Dosierung hat zu einem besseren Ergebnis geführt als die niedrigeren Dosierungen. Aber sie haben Placebo eindeutig hier geschlagen. Hat auch eine Weile gedauert. Diese Studie lief über 90 Tagen. Und es sieht so aus, wenn man den IL-4-Rezeptor angibt, dass das zu einer Verbesserung führt. Sind auch Hautbiopsien durchgeführt worden und man hat das Transkriptom untersucht. Das sind alle Gene in dieser entzündeten Haut, die transkribiert werden. Und ich kann es leider auf meinem kleinen Rechner nicht sehen, aber der Transkriptom wurde durch diese Behandlung beeinflusst. Und jetzt kann ich auch nichts sehen. Aber Keratin, irgendwas ist mit der Behandlung entsprechend abgefallen. So scheint diese Antikörperbehandlung gegen den IL-4-Rezeptor diesen Patienten mit dieser schwergradigen Hauterkrankung eine vernünftige Behandlung möglicherweise zu bieten. Anderes Thema im New England Journal, es geht um hypoxischen Hirnschaden und Intensivmediziner im pädiatrischen und auch im Erwachsenenbereich behaupten, dass wenn man Patienten mit hypoxischen Hirnschaden abkühlt für 72 Stunden auf eine niedrige Körpertemperatur anstatt 37 vielleicht auf 33, dass das dann zu einem langfristigen besseren Ergebnis führen könnte. Und in der Erwachsenenmedizin geht es überwiegend bei Patienten mit Hirnschädigung durch Herzstillstand oder nach Reanimation. Bei Kindern geht es um hypoxischen Hirnschaden. Und es ist eine Studie gelaufen in den USA mehrere Jahre her, wo man Kinder mit hypoxischen Hirnschaden randomisiert hat, eine Hypothermie-Therapie für 72 Stunden, ja oder nein. Und nach 18 Monaten bei diesen Kindern hat diese Hypothermie-Behandlung zu einem besseren Ergebnis, besseren neurologischen Ergebnis geführt. Und jetzt können wir betrachten, wie sehen diese Kinder aus nach 7 Jahren. Und die Eigenschaften dieser Kinder kann man hier sich angucken und wie sie sich weiterentwickelt haben und was die Ursachen des hypoxischen Hirnschadens waren und was die Abgarwerte waren bei der Geburt im Kreissaal und ob sie Krampfanfälle haben, ja oder nein. Und hier sind die Kinder in den beiden Gruppen, die nach 6 Jahren dann noch übrig sind. Und die ganze Auswertung hier zumeist tabellarisch dargestellt, ob da signifikante Unterschiede da sind. Und da sind manche signifikante Unterschiede da oder grenzwertig signifikante Unterschiede. Und was wir hier sehen, ist die Anzahl an Kindern, die ein IQ hatten, größer als 85. Der Durchschnitt in den USA, das ist gestellt auf 100. Also Kinder mit einem IQ größer als 85 war besser in der Hypothermie-Gruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Also ein positives Ergebnis von einem traurigen Thema. Und ja, mit dieser Hypothermie-Behandlung wird es dann wohl so weiterlaufen. Übersichtsartikel im New England Journal geht um Schimmelpilze. Und von Schimmelpilze von der Sorte gibt es viele. Eigentlich sehr ästhetische Bilder von Schimmelpilze kann man hier auf dieser Agarplatte auch betrachten und auch im Mikroskop. Schimmelpilze sind auch von klinischer Bedeutung. Und ein Thema, was im letzten Jahr hier große Wellen geschlagen hat, ist, dass die Verbreitung von Exerohilum rosbratum durch verseuchte Steroidpräparate, die Patienten direkt ins zentrale Nervensystem gespritzt worden sind für irgendwelche Rückenschmerzen, Syndrome oder Knieschmerzen oder ähnliches.
Und das hat natürlich zu einer ziemlichen Katastrophe geführt. Und aus diesem Grund sind Schimmelpilze dann, hier kriegen besondere Beachtung im New England Journal. Aspergillus gehört auch dazu. Und schöne Röntgenbilder, CT-Bilder von Patienten, die mit Schimmelpilze befallen sind und wie das im zentralen Nervensystem und in der Biopsie aussehen könnte und auch im MRT. Und mit dieser Aerostratum-Katastrophe, das hat geführt zu 751 Fällen von verseuchtem zentralen Nervensystem durch diese Steroidspritzen und 64 Todesfällen in der Vereinigten Staaten, in den Vereinigten Staaten eigentlich weniger Todesfälle, als ich erwartet hätte. Aber man wurde darauf aufmerksam und hat diese Patienten dann mit Amphotericin und anderen Mitteln dann schnell behandelt. Was dazu? Der Patient im New England Journal war ein 68-jähriger Mensch mit einer Ankervaskulitis, also wegnerische Granulomatose, wenn man will. Und der wird auch entsprechend behandelt, aber entwickelt dann in einem relativ akuten Verlauf Doppelbilder, hat Gehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, hat lokalisierte neurologische Symptomatik. Bildgebung wird gemacht und wie wir erwarten würden, hat er auch Veränderungen hier im Hirnstamm und auch andere Arealen hier im Gehirn. Und da man wusste, dass der Ankervaskulitis hatte, hat man dann natürlich auch gefolgert, dass diese Ankervaskulitis auch im zentralen Nervensystem hier dieses Syndrom ausgelöst haben. Nierenbiopsie und Ähnliches war bei dem schon gemacht. Man hat auch entsprechende therapeutische Maßnahmen ausprobiert, aber er ist trotzdem gestorben. Und was wir hier sehen, auch Zufallsbefunde, dies ist eigentlich hier ein kleines Lipom, aber mikroskopische Untersuchungen sehen wir Evidenz von Vaskulitis und auch mit Färbung für CD68 positiv Makrophagen sind hier infiltriert und unterschiedliche Myelinverluste, obwohl die Axonen hier in diesem Panel hier einigermaßen erhalten geblieben worden sind. Also ein Fall von zerebraler Vaskulitis wegen Granulomatose mit Polyangiitis, Ankervaskulitis im zentralen Nervensystem. Erste Thema in Lancet, hier geht es um Halswirbelsäulen-Schleudertrauma und wie das Ganze funktioniert, wenn man auf einmal einen schnellen Stoß von hinten kriegt mit einem anderen Auto und im Zeitverlauf, wie so etwas passieren kann. Diese Leute haben dann natürlich dann können auch Knochenbrüche erleiden, aber leiden dann häufig an irgendwelchen Schmerzsyndromen von der Halswirbelsäule. Und diese Schmerzsyndrome werden natürlich mit Physiotherapie behandelt. Und man kann natürlich folgern, dass Physiotherapie ist so eine schöne Sache und umso mehr, umso besser. Aber viele von diesen Schleudertrauma Opfern werden erst besser, wenn wenn die Gerichtsverhandlungen vorbei sind. Auf alle Fälle sind in dieser Studie aus Neuseeland Patienten mit Halswirbelsäulen Schleudertrauma randomisiert worden für eigentlich minimal physikalische Therapie, eine Beratung oder eine intensive physikalische Therapie mit lauter Übungen und vielen Terminen und Ähnliches. Und hier sehen wir hier diese Leute, die hier entweder eine Beratung gekriegt haben oder eine sehr ausführliche Physiotherapie, hier im Vergleich Alter und Geschlecht und was sie denen alles zugestoßen sind und ob das feindliche Auto von hinten kam oder von vorne kam und Ähnliches, waren beiden Gruppen ähnlich verteilt. Und die Daten sind hier auch tabellarisch hier auch dargestellt. Leider keine Abbildung dazu, aber die Forscher hier konnten keine Evidenz finden, dass eine ausführliche, sehr involvierte Physiotherapie besser wäre als eine Beratung bei diesen Patienten mit Schleudertrauma. Das ist das erste Thema.
zweite Thema geht es um chirurgischer Nahtstoff. Und diese Nähte werden bei manchen Herstellern imprägniert mit Triclosan, was eine antibakterielle Wirkung aufweist, was man hier in dieser Agarplatte sehen kann oder auch nicht, in der Hoffnung, dass Beschichtung mit Triclosan die das nachträgliche Infektionsrisiko absenken würde. Und hier ist die Struktur von Triclosan. Und in dieser Studie, von deutschen Chirurgen durchgeführt worden, von der Firma Ethicon gesponsert, sind die Patienten mit ziemlich großen Bauch-OPs dann randomisiert worden zu beschichteten Nahtstoff oder nicht beschichteten Nahtstoff mit Triclosan. Hier können wir sehen, was für Operationen die unterlaufen sind. Ich kann es leider hier nicht lesen, aber Sie können es wahrscheinlich lesen oder auf dem PDF können Sie es dann ausführlicher angucken oder vielleicht sogar in die Zeitung, in die Zeitschrift mal gucken. Und hier sehen wir Beispiele. Dies ist eigentlich eine vernünftig geheilte Wunde hier. Und dann, wenn diese Klemmen rausgenommen werden, keine Evidenz für einen Infekt. Hier ist eine infizierte Wunde. Und dann muss man natürlich diese Klemmen wieder rausnehmen, dies aufmachen. Und dann, das wird dann durch sekundäre Heilung dann letztendlich dieses Problem gelöst. Und da kann man uns ein bisschen vorstellen, was die Chirurgen vermeiden wollte, und das ist im Prinzip dann so eine Katastrophe. Und eigentlich, wenn man diese Abbildung anguckt, sieht es für Triclosan gar nicht so schlecht aus. Aber die Statistik hat einem was Besseres belehrt und man hätte erwartet, dass die Wundinfektionen von 12% auf 6% reduziert werden könnte und der Effekt war nur 1,3%. Musste man folgern, dass die Beschichtung von den Nahtstoffen eigentlich diese Wundheilungsinfektion nicht wesentlich herabsetzen kann. Nächstes Thema, ich hatte darüber auch null Ahnung, muss mich auch da erst informieren. Es geht um Contingency Management. Und was ist Contingency Management? Was ist Contingency? Auf Deutsch muss ich erst nachschlagen, weil ich auch nicht genau wusste, was das auf Englisch bedeutet. Und das bedeutet die Bedingtheit. Also man stellt eine Bedingung dar, wenn man jemand etwas schenkt. Und wenn man seinem Kleinkind sagt, wenn du heute artig bist, dann gibt's heute Abend Schokolade. Das ist ein Beispiel von Contingency Management. Oder man könnte es auch Bestechung nennen. Also soll man Leute mit Geld einfach abhandeln. Und dieses Contingency Management wird in der Psychotherapie, gerade wenn es um Substanzabusus, häufig angewendet. Und hier geht es um diese armen Junkies. Und die kriegen natürlich häufig Hepatitis B, weil sie ihre Nadeln miteinander verteilen und ähnliches. Und wir haben eine sehr wirksame Impfmethode gegen Hepatitis B-Virus. Und man wollte gerne diese Junkies dazu bringen, dass sie sich gegen Hepatitis B impfen. Und leider muss man für diese ganze Impfgeschichte dreimal erscheinen, sodass man den Impfstoff erhalten kann. Das ist mit einer Impfung nicht abgehandelt. Und so hat man hier die Leute hier randomisiert zu entweder kein Geld oder sie haben jedes Mal, als sie kamen, 10 Pfund gekriegt oder sie haben beim ersten Mal 5 Pfund, beim zweiten Mal 10 Pfund und beim dritten Mal 15 Pfund bekommen. Also es geht im Prinzip Begrüßungsgeld, Bestechungsgeld, Contingency Management. Gut. Und was wir hier sehen ist, die sind zum ersten Mal alle da gewesen, waren alle begeistert, kriegten die erste Impfdosierung. Dann fällt es bei der Kontrollgruppe auf die Hälfte ab, die ist dann nie wieder erschienen, sind dann nachher doch ein paar Schlechtgewissen bekommen, sind wiedergekommen. Aber wenn man denen Geld gibt zu kommen, dann hat man ein besseres Ergebnis. Also Contingency Management, das haben wir heute auch noch gelernt.
dieses nächste Thema, hier geht es um neoadjuvante Chemotherapie. Und das ist Überlegung bei Patienten mit ziemlich ausgeprägten Krebsleiden, dass man, bevor die man operiert, erst Chemotherapie verabreicht, um den Tumor zum Schrumpfen zu bringen oder wenigstens das Tumorwachstum so zu beeinträchtigen, dass vielleicht eine chirurgische Therapie zu einem besseren Ergebnis führen kann. Und das wird bei Frauen mit ausgeprägten Brustkrebs durchgeführt. Die kriegen dann erst Chemotherapie, dann werden sie operiert und dann kann man den Einfluss der Chemotherapie bewerten. Und das nennt man pathologischer Komplettresponse, wenn der Tumor so geschrumpft ist und so atrophisch ist, wie hier abgebildet. Und das ist ein pathologischer Begriff, das ist eine pathologische Diagnose, wo dann das operative Gewebe entnommen wird und der Pathologe das untersucht und ein Urteil fällt, war der Response oder die Antwort auf die Chemotherapie ausreichend, das heißt komplett oder auch nicht. Man würde denken, dass Patientinnen, die einen pathologischen Komplettresponse haben nach Chemotherapie, neoadjuvanter Chemotherapie, ein besseres Gesamtergebnis aufweisen würden. Aber die Studien zu diesem Effekt sind eigentlich zu klein. So handelt es sich hier durch eine gepoolte oder eine sogenannte Meta-Analyse. Und es geht um beinahe 14.000 Patientinnen von 12 randomisierten, kontrollierten Studien, sind hier ausgewertet worden, um den Unterschied zwischen Komplettresponse und Nicht-Komplettresponse bewerten zu können. Und das ist hier gemacht und was wir hier sehen, ist, wir würden ja eigentlich erwarten, dass ereignisfreies Überleben und rezidivfreies Überleben besser werden sein würde. Und das ist hier auch der Fall. Pathologischer Komplettresponse sind die roten und nicht kompletter Response sind die blauen. Und dann kann man den Komplettresponse auch unterteilen, wie die Knoten aussehen. Die ganze Pathologie verstehe ich hier nicht gesamt. Das ist hier in dieser Auswertung gezeigt. Aber es sieht so aus, als ob dies T0, N0, was auch immer das alles genau bedeutet. Ach man, bin ich hier auch nicht, aber im Prinzip sind dies alle T0. N0 oder ob die N-Zahl zu klein war, um auszuwerten. Im Prinzip, die sind alles Komplett-Response-Frauen und die fahren dann eigentlich ziemlich ähnlich. Und das gesamte Überleben sieht besser aus bei Frauen mit einem Komplett-Response nach neoadjuvanter Chemotherapie, würde man eigentlich auch erwarten. Und hier sind weitere Details hier, ob der HER2 positiv sind oder nicht. Und Östrogenrezeptor positiv oder nicht und die unterschiedlichen Kombinationen sind hier dargestellt. Also ein pathologischer Komplettresponse scheint schon eine günstigere Sache zu sein. Das wird dann hier auch noch weiter ausgewertet. So können Sie sich das genau angucken, hier auch die unterschiedlichen Untergruppen und wie das so betrachtet wird. Und hier ist eine Bildgebung in Lancet, es geht um diesen 14-jährigen Jungen, der hat diese komischen Knüppeln hier auf den Lippen. Also diese Lippen sind nicht gespritzt worden, aber diese Knüppel hat er trotzdem. Und die sehen eigentlich ein bisschen so Papillom aus und tatsächlich wird dieses Krankheitsbild, wenn man fokale epitheliale Hyperplasie, wird ausgelöst durch ein Papillomavirus. Also im Prinzip sind dies Warzen. Die kann man auch bekämpfen, obwohl so dramatisch sieht dies nicht aus. Und ich wüsste nicht, dass die zu irgendeinem Krebs entarten, aber das ist ein Beispiel von fokaler, epithelialer Hyperplasie, ausgelöst durch ein Papillomavirus. Dann der Fall in Lancet. Es geht um eine 92-jährige Dame. Die kommt in eine Notaufnahme und beschwert sich eigentlich über Knieschmerzen. Und die bei einer 92-Jährigen braucht man ja keine Bildgebung machen, dass die
Zeichen von Arthrose haben würde, ist ja auch ziemlich klar. Und irgendeine Behandlung ist auch eingeleitet worden, aber hat nicht geholfen. Dann kommt sie nach ein paar Tagen wieder und beschwert sich dann immer noch wegen Knieschmerzen. Aber ein gründlicher Doktor hat sie mal untersucht und hat auf ihren Bauch gedrückt und dann hat sie sich beschwert, das hat starke Schmerzen ausgelöst. Hat man die ein bisschen näher angeguckt und hatte auch Abdomendistension und Druckschmerz nach tiefer Palpation. Sogar eine Rektaluntersuchung ist durchgeführt worden von diesem sehr gründlichen Doktor und da ist er beinahe vom Tisch geflogen. Hat man hier Bildgebung gemacht und was wir hier sehen, ist ein Hinweis auf einen mechanischen Ilius und diesen komischen Knüppel hier im Obturator-Vorrahmen. Und dieses Krankheitsbild war eigentlich ziemlich lästig zu diagnostizieren. Ist eine Magen-Darm, ist im Prinzip ein Darmverschluss. Und dies ist ein Obturator-Hernie. So haben sie diese nette Dame operiert und danach waren die Knieschmerzen anscheinend auch verschwunden. Und hier ein Supplement kann man hier, dies ist eigentlich ein besseres CT. Hier sehen wir den Hernia-Sack und hier ist die Hernia und hier ist der Obturator-Vorrahmen und dies ist eine Obturator-Hernia. Das kommt vor bei meistens sehr dünnen oder schlanken Individuen, meistens bei älteren Frauen und ist ein schweres Krankheitsbild, besonders schwer durch die physikalische Untersuchung die Diagnose zu stellen. Aber jetzt haben wir diese flotten CT-Untersuchungen und das hilft natürlich beträchtlich. Hier sehen wir Obturator-Vorrahmen und viel Bindegewebe darin. Und hier ist dieser kleine Vorrahmen, wo sich dann Dünndarmschlingen hier reindrängen können, um diese Hernien aufzulösen. Bei der körperlichen Untersuchung gibt es auch das Hauschild-Romberg-Zeichen. Kann man die Patientinnen hinlegen und Knie und Bein bewegen und drehen, um Schmerzen auszulösen. Und über Obturator-Hernien sollte man auch was wissen. Also das waren die Themen für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter dann in Berlin. Recht herzlichen Dank, dass Sie mir treu geblieben sind. Bis bald.